Weiter geht's mit Resident Evil 2. Wir werden diese geheimnisvolle Tür jetzt einmal öffnen und hoffentlich keinen Herzinfarkt bekommen. Ich höre sie schon. Okay, ihr hört sie wahrscheinlich auch, aber die Grafikfehler sollen nur herkommen. Stirb! Schnell nachladen. Im Notfall benutze ich einfach meinen Granatenwerfer. Denn der brutzelt nicht nur, der frittiert auch. Oh, könnt ihr nicht schneller kommen? Bam! Noch irgendwelche Freiwilligen? Mein Colt hat noch ein bisschen Munition. Vielleicht haben die ja was. Sherry, lass dich lieber von denen beißen, denn ich hab Zahnprophylaxe. Das ist nicht gut für die Zombies. Komm, steh ruhig wieder auf. Ich geb den noch eine mit. Yeah, zack, zack. Noch ein Schuss. Völlig unnötig. Du Zombie da. Ich bin jetzt gerade echt ratlos. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich würde sagen, ich spiele sogar ab hier blind. Ich kenne nur noch so halbwegs die Sachen, die ich machen muss. Ist ja alles gleich. Stell dich doch nicht so nah neben mich, sonst könnte ich die rüber wegballern. Wo bleiben sie denn? Immer hier so große Fresse mit und dann kommen sie nicht mal hier. Eins gegen eins, komm. Wow. Ist echt schlimm. Wenn sie gleich kommen, dann werden sie schon sehen, ihr mein Colt. Leute, mal spezielle Patronen dabei. Komm schon. Hey. Kann ich nicht irgendwie vorspulen? Ah. Ja! Die Motherfucker! Du genauso. Jetzt muss ich sogar nachladen. Alter, was hast du denn da für einen Move gemacht? Einer fehlt noch. Irgendwie finde ich das unlogisch. Also, ich würde immer mit dem Messer auch noch rumlaufen. Also, wenn ich da jetzt wirklich gefangen wäre. Und ich würde die doch voll wegkicken und dann alle abstechen. Aber nein, wir können nur R1 drücken und X. Mehr geht nicht. Soll ich einfach mal... Da, du Penner da. Komm her. Bald keine Munition mehr, wie man jetzt unschwer erkennen konnte. Schieß! Nein, nicht nachladen! Oh. Wieso habe ich das komische Kind noch dabei? Sorry. Ich will nicht, aber ich muss ja anscheinend. Ich bin nahe der Rad... Oh ja! Baby, das Munition für alle! Oh ja, Kerosin ist beliebt anscheinend in diesem Spiel. Genauso wie die normale Granatenmunition. Nur natürlich die beste bekommen wird. Oh, ich weiß, was hier sich gleich verbiegen wird. Verbiegen, verbergen, verborgen... Wie auch immer. Wir öffnen erstmal unsere Truhe und schmeißen ein paar Kräuter rein. Denn die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ich würde jetzt spontan sagen, packen wir nicht rein. Wir packen nämlich die Kerosinpatronen noch ein. Dann mache ich da gleich 12 raus. Da habe ich hier noch ein bisschen, ja. Und dann nehme ich natürlich auch noch das Feuerzeug mit. Ich denke mal, ich brauche es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Ja, machen wir einfach mal so. Rein der Logik. Etwas zu zünden. Ich würde sagen...
Feuerzeug ist ein Zünden. Hallo? Hallo? Was bist du denn für ein Wesen? Kann ich da nicht irgendwie reingehen? Na, was sagt sie mir denn dazu? Ha, ist das nicht dumm, die Lokomotive? Da, Knüppel, Knöpfe, Knöpfe einfach drücken. Da ist ein Schlüsselloch. Okay, da wir keinen Schlüssel haben, kann ich nichts reinstecken. Obwohl, ich hätte einen Dietrich, aber nein. Und nur Karte. Ja, die möchten wir haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich richtig laufe, falsch laufe. Ich bin ratlos im Moment. Irgendwas hat sie da gefunden. Patronen. Ich weiß zwar nicht, was Patronen hier verloren haben, aber sie sind hier einfach mal. Stellen wir uns einfach vor, hier wäre ein Waffenlager gewesen. Und gehen jetzt natürlich wieder zurück. Runter da. Ja. Die Treppe ist aus einem Stoff, den man... Nein! Wo ist die hin? Egal, oder? Nee, die muss ich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen, sonst habe ich ja gar nichts zu opfern da. Und ich frage mich gerade, wieso die Was ist überhaupt die Mission? Ich will doch ohne das Kind da runter, oder nicht? Scheiß auf das Kind. Mein Leben ist doch viel wertvoller. Okay, anscheinend geht's nur ohne Kind. Hat einen kleinen Vorteil, aber auch einen riesigen Nachteil. Ich kann das Kind nicht mehr opfern. Okay, Kräuter. Die schnappe ich mir jetzt alle und schmeiße sie direkt in meine dicke Box. Da könnt ihr sogar noch zugucken bei. Ist das nicht fein? Und wieder die Leiter hoch. Nein, wir möchten natürlich... Wir möchten natürlich nicht die Leiter hoch. Wir fragen uns selber, wollen wir die Leiter hoch? Hm? Nein, machen wir natürlich nicht. Ach, was ist das denn? Ja, jetzt rennst du mir wieder hinterher. Wir schmeißen jetzt unsere Kräuter rein. Endlich mal was Erfreuliches. Kräuter. Das sind diese vergessen geglaubten Sachen, die wir sonst nicht gefunden hatten. Ist nicht irgendwas noch im Schrank drin oder so? Das könnten wir irgendwie noch. Ja. Eine Maschine. Was stand da? Nicht gelesen. Kontrolltafel. Okay. Kann ich nicht Kreide zum Werfen mitnehmen? Na. Oder einen Schwamm zum, ja, zum Verstauben? Nein. Zum. Zum Aufsaugen der Zombies benutzen wir die einfach. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück und bestimmt kommt gleich irgendein Boss, der mir so richtig in die Fresse tretet. Aber das macht ja nichts. Wir haben Kräuter. Die heilen uns direkt wieder. Oh Gott. Wo können wir noch entlang? Hier hinten. Ende hoch. Da steht ja echt einer. Leck mich am Arsch, du Hooligan. Komm her. Mein Gold wartet schon. Boah. Immer muss ich auf einzelne Zombies warten. Das ist unglaublich. Da kommt er. Ist der tot? Der ist nicht tot, oder? Der ist tot, oder der... Nein, er ist nicht tot. Er war scheintot. Nee, der Zombie ist nicht tot. Ey, der liegt auf so einem Dinge. Kannst du da mal bitte weggehen? Komm, beiß mich, du willst es doch. Komm schon. Blitzwaffe? Was ist... Ah,
Halleluja. Einmal nur an dir. So, wer hat hier nochmal eine große Fresse? Alter, was hat die... Hä? Komisches Spiel. Egal. Und die Zeit ist leider vorbei. Ich glaube, nächstes Mal werde ich euch dann zeigen, wie schön die Blitzwaffe sein kann, wenn man Strom mit ihr hat. Ich leck mich hier nochmal schnell zurecht. Ich sag ciao für heute und schaut mal bei mir vorbei. Resident Evil, und bald werden neue Projekte kommen. Danke fürs Schauen.